Barakallahu fikum. Al-Asha'ira sind die Anhänger von einem Großgelehrten, dessen Name war Abu'l-Hasan al-Ash'ari. Also dessen Name ist nicht Abu'l-Hasan, aber der heißt so. Warum sagen wir al-Ash'ari? Barakallahu fikum, weil er, das ist sozusagen al-Ash'ariya. Es gibt auch al-Maturidiyya, die sind so ähnlich. Aber die haben andere Ansichten als Ahle Sunnah und Meinungen als Ahle Sunnah und Jama'ah bezüglich Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala, Iman-Definition und bezüglich auch bestimmte Themen in Aqidah. Fiqh-Themen und sowas sind kein Problem, weil das ist normal. Aber bei in Aqidah-Themen. Und zwar, barakallahu fikum, das Wichtigste ist, dass sie, alle Sha'ira, die Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala bestätigen sie sieben und die anderen, die nehmen das metaphorisch, dass wir sie interpretieren, das falsch. Abu'l-Hasan al-Ash'ari war erstmal Mu'tazili. Und sein Stiefvater war Al-Kallabi. Und Ibn Kallab, Entschuldigung. Und dieser war der Kopf von Mu'tazila in seiner Zeit. Deshalb hat von ihm das gelernt. Später hat Abu'l-Hasan verstanden, dass Al-Mu'tazila falsch sind. Dann hat er Reue gezeigt. Und er versuchte, so ein Zwischen, sage ich jetzt, Meinung oder Ansicht zu schaffen zwischen Ahl Sunnah al-Jama'ah und Al-Mu'tazila. Und deshalb hat er seine Ash'ariyya gebracht. Später hat er festgestellt, dass er falsch war. Dann hat er Reue gezeigt und er hat gesagt, dass sein Aqidah ist Aqidah von Imam Ahmad. Und er hat zwei Bücher geschrieben. Einmal Al-Ibana und einmal Maqalat al-Islamiyyin. Und er hat drinnen gesagt, dass das falsch war, was er gesagt hat. Einige Leute wollen das nicht wahrhaben. Und deshalb sagen sie solche Themen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so bewahren. Deshalb Ahl Sunnah und Jama'ah sind die Leute, die die Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nehmen und die kommen zusammen auf dem richtigen Weg. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sie gelobt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diesem Weg festigen.